Ja, guten Abend. Also, das was Bild der Torhüter, muss man es auch sagen. Ich denke, dass unser Torhüter hat 15 Bälle gehalten. Das ist schön besser als in der letzten Zeit bei uns gewesen. Aber auf die Gegenseite hat unsere Gegner fast 20 gehalten oder 20 Bälle gehalten. Davon 5-7 Meter also verworfen. Das ist eine schwierige Sache für uns. Wir haben nicht so schlecht gespielt, wir haben gut gespielt, aber wir haben einfach nicht, die Chancenwertung war einfach katastrophal. Wir sind, haben 5-7 Meter verworfen, wir sind Kontra verworfen, 1 frei gegen Torhüter verworfen. Wir sind auf weit über 15 Bälle dort, wo er hält alles. Und ich muss auch sagen, dass wir hätten dann, also wann wir mit der zweiten Halbzeit hätten wir eigentlich den Sack zumachen müssen, weil dann haben wir uns auch frei gespielt von der Torhüter, dann hat der Hand ein bisschen Schwachphase in dieser Zeit, aus meiner Sicht, haben wir nicht ausgenutzt, Hand kam wieder dran und dann hast du 3-4 Pfiffe, die du bekommst nicht und die Gegner kommt alles in Ordnung, die haben gut gepfiffen, das ist halt so und dadurch haben das Spiel gedreht und gewonnen, aus meiner Sicht und einfach weil der Torhüter von denen hat ein paar Bälle mehr gehalten. Danke. Nils. Ja, hast du ganz gut analysiert, wie ich finde. Ja, ich fand es war eigentlich ein gutes Spiel von beiden Seiten. Also beide hatten unheimliche Probleme im Abschluss. Wir auch gerade erste Halbzeit, wo wir 6-3 führen, haben wir auch verpasst, so die Chance zu nutzen. Da hatten wir 3 frei vom Tor, so 1-1 Situationen, die wir nicht genutzt haben, die euer Torwart sehr gut gehalten hat. Und ja, so ging es dann nachher eigentlich so darum, wer hat noch einen Tuck mehr Körner? Welcher Torwart hält einen Ball mehr? So kam mir das immer vor. Ne? So die ganze Zeit, ne? Jeder war bemüht, jeder hatte, glaube ich, auch so ganz gute Lösungen. Und dann ging es darum, zum Schluss, wer hatte ein paar mehr Körner, dann kam nochmal der Wechsel mit Julian, das war nochmal wichtig, der kam nochmal, der hatte eine kurze Pause mit 10 Minuten, dann kam Julian nochmal rein und macht zum Schluss, glaube ich, nochmal 3 Tore in Folge. Das war nochmal wichtig mit seiner Frische dann. Und ja, so hatten wir die 2-3 mehr gehaltenen Bälle von Thomas, der natürlich heute sensationell war. Ne? Aber trotzdem gehört auch eine gute Abwehr dazu. Man muss bedenken, wer heute bei uns gefehlt hat. Das haben wir sehr, sehr gut gelöst. Großes Kompliment an die Mannschaft. Und es ist nicht leicht, gegen Aue zu bestehen. Und jetzt sind wir erstmal froh, dass wir das geschafft haben und genießen das auch. Jetzt so nach den 25 Minuten von Essen war das jetzt eine tolle Reaktion. Danke.